Hi Leute! Und zwar werden wir heute mal schauen, ob wir heute noch in dieses neue Gebiet jammen. Wir gucken jetzt mal, welche Quest oder... verfügbar. Baumfeld, Achtung! Ein Treffen mit dem Weihnachtsmann. Das sind die Weihnachtsquests. Das mache ich nicht mit ihr. Jorviks Früh. Was? Führender Kämpfer im Kampf. Munzichedorf. Pamela. Ein blumiger Hausmeister. Mit welchen Quests kann man jetzt sein? Baumfeld, Achtung, das ist eher weihnachtlich. Ein Treffen mit dem Weihnachtsmann ist auch weihnachtlich. Jorviks frühender Kämpfer im Kampf. Sollen wir mal ins Munzichedorf gehen? Oh, ich weiß, was das ist. Die Quests sind doch eigentlich dann bei James, oder nicht? Von wegen hier, komm, wir gehen jetzt erstmal kurz zu James. Lol. Fast 2 Minuten dafür gebraucht, darüber nachzudenken. Oh, egal. So bin ich halt, ne, Leute. Aha, so bin ich auch. Jo, mein Video ist gerade hochgeladen. Nein. Sorry, Leute. Ich hab gerade was geklopft. So. So, jetzt gucken wir nämlich mal, weil irgendwie hier soll jetzt... Aha, hier steht ein Bus. Ups. Hier steht ein Bus. Ein Bus, den man benutzen kann. Busticket? Na gut, dann benutzen wir mal unser Bus, denke ich. Ich dachte jetzt, dass wir Quests dahin machen müssen. Müssen wir nicht. Finde Busticket. Hä? Finde Busticket. Hä? Ich hab doch Busticket. Hä? Lol. Hä? Hallo, Pferd. Oh, nee, im Ernst jetzt. Blöder Bus. So, schau mal. Stopp. Okay, also müssen wir doch noch irgendwas machen dafür. Bin ich jetzt irgendwie doof? Dumm oder so? Also ich. Ich bin irgendwie schöner Weihnachtsbaum. Wir gucken mal kurz, ob wir noch ein anderes Busticket dafür brauchen. Ich bin mir irgendwie gerade unsicher. Wir sind voll am Shop vorbei. Lol, das ist voll das verwirrte Video. Genau, verwirrt. Tickets und Saisonkarten. Aha. Registrierung, neue Pferdenamen. Nein? Zappergold, bleib bloß so. Was ist eigentlich hier? Sehr hübsch. Besonders für dieses Wetter. No. Komm, Pferdchen, wir gehen weiter. So. Ich verstehe das, ehrlich gesagt, jetzt nicht so wirklich. So, Leute, wir gucken jetzt... Ich gucke jetzt kurz ein Video an. Sekunde. So, Leute, ich glaube, ich bin auch ein bisschen dübelig. Man kann ja nur ohne Pferd hin, aber das könnten die auch schreiben. Deswegen... Tschüss, kleines Sommergirl, du armes Pferd. Oh, das sieht voll schön aus, das Bild. Okay, ihr könnt das nicht erkennen, weil meine Kamera im Moment voll übel schlecht ist. Hoffentlich ändert sich das irgendwie. Hä? Ja gut, dann questen wir hier mal kurz beim Hausmeister.
Ich lese euch das jetzt nicht vor, okay? Brummiger Hausmeister? Okay. Okay, wäre schlecht, das nicht zu lesen. Laufend ein Blumiger. Sprich mit Lemon Tea und Kaffee im Shopping Center. Wo ist das Kaffee? Da. Ja, Leute, ich glaube, daraus mache ich zwei Teile, weil ich gerade voll verwirrt war. So, wir questen es uns jetzt einfach ein bisschen durch, damit wir dann auch das neue Gebiet mal anstreben können. Mal anschauen können. Nö. So, wir machen das jetzt so ganz schnell. War ich jetzt schon. Oh! Es wird Zeit, Jovik City zu erforschen. Oh Gott, das ging ja voll schnell. Immer wenn du das Shoppingzentrum verlässt oder einen Bus vor Fort Pinter besteigst, wird die Karte von Jovik City angezeigt. Immer wenn du zwischen zwei Gebieten reist, wird die Karte angezeigt, damit du schnell das Gebiet auswählen kannst, in das du reisen möchtest. Du kannst auch über die Karte zurück nach Fort Pinter reisen. Okay, dann, also, kehre nach Fort Pinter zurück, Aldins Platz. Dann gehen wir mal zu Aldins Platz, ne? Mal schauen. Nachdem der Schaffner dein Ticket okay. Ach, eine Bahn. Tom. Ah, Tom. Was? Dumm hat sich das angehört. Okay. Kann man das eigentlich auch sehen auf der Karte? Du meine Güte. Oh, kann man da auch lang laufen? Ach, ich liebe es, auf den Bahnsteigen rumzurennen. Nein. Mann, oh, schade. Egal, wir gucken uns jetzt das neue Gebiet an. Dort es ja recht schnell gegangen ist. Okay, wir gehen jetzt erstmal rechts lang. Nein, Quark. Bitte du. Ich glaube schon, ne? Ein bisschen. So. Na Gott. Okay. So, da ist ein Shop. Den gucken wir uns dann mal an. Ach so. Satteltaschen. Und man kann hier kein Pferd haben, also kann man die auch nicht sehen. Ein bisschen doof. Aber naja, was soll's, ne? Aha. Und wie geht's hier lang? Hier links ist ein Shop. Nein, doch nicht. Och, das sieht ja gut aus. Och, hier ist ein Brunnen. Und Taubis! Mann! Taube, du musst wegrennen. Ach man, ich finde das Gebiet echt cool. Ob man sich hier hinsetzen? Ja, man kann sich hier hinsetzen, Leute. Man kann sich hier hinsetzen. Yeah. Spaß. Ja, wir sind im neuen Gebiet. Toll, ne? So, was ist das? Was kann man da besprechen? Aldins Quelle. Den Bewohnern der Stadt zufolge wurde hier Aldins Harfe gefunden. Über den Wahrheitsgehalt gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Legende besagt, dass von der Harfe am Boden des Brunnens ein helles Licht ausging. Nachdem die Harfe herausgeholt worden war, glaubten die mir, bevor das Wasser sehr gesegnet. Noch heute kommen Touristen aus der ganzen Welt, um das Wasser zu berühren, das magische Kräfte haben soll. Ja. Könnte ich mir bis das aber vorstellen, aber echt nicht. Klaro. Ja. Dann gucken wir mal weiter. Aha, hier sind's. Tanzende Leute. Eine schöne Wiese. Also ich finde, sie haben es echt gut gemacht. Also ist jetzt nicht irgendwie voll übel oder so. Ist voll gut. Und es leckt vor allem nicht. Das ist ein grünes. Hallo Iris. Hallo, was kann ich tun, um deinen Tag zu verschönern? Schokoladenherzen vom Hausmeister.
Wow, das ist wirklich nett von dir. Von ihm. Aber nein, wir wollen jetzt keine Quests machen. Wir wollen hier kurz ein bisschen erforschen. Also eigentlich schon eine Quest machen, aber egal, wir erforschen jetzt doch noch etwas. Ich weiß auch nicht gerade. Ich bin vorher unten geplant und bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich weiß auch nicht. Wieder hier lang. Ganz ehrlich, also ich finde es hier winzig. Also wenn es da nur lang geht. So. Also wenn man den Quest da lang kommt, geht das wieder zu dem, wo ich da eben auch war. Ich glaube. Ich glaube schon, ne? Ja. Ich komme hier nicht so richtig zurecht, nicht so wirklich. Hier ist irgendwie ein Melonenstand. Gibt es ja auch Melonen? Oh mein Gott, hier gibt es Melonen! Kann ich das selber essen? Das Pferd. Und der Weintrauben! Weintrauben! Oh mein Gott, wie geil! Neue Sachen! Ich glaube, Bananen ist auch neu. Oh mein Gott! Voll cool. Das finde ich cool. Ja. Jetzt gucken wir mal auf der Karte. Kaffee Hub. Kaffee Hub. Oho. Ein Ausgang. Ich glaube, es wird langweilig hier. Dann gucken wir uns doch mal die Quests an. Die Quest an. Yes. So. Wow, das überrascht mich jetzt wirklich. Wie süß von ihm. Denkst du, er mag mich? Nun ja, er ist ziemlich geschickt. Und Moment, was sagst du da? Ein Date mit dem Hausmeister? Ich bin viel zu schüchtern. Wirklich. Die Wangen von Iris färbten sich tiefenrot. Vielleicht, wenn er mit mir in Leonardos Eisdiele geht. Es ist so. Oh mein Gott. Gemütlich dort. Wo Leonardos Eisdiele ist. Sorry, Leute, ich schließe. Wo Leonardos Eisdiele ist. Hast du eine Karte von Jorvik City? Wenn du sie herausholst, zeige ich dir, wo sie ist. Okay, gib mir deine Karte, sieh hier. Iris zeigt auf die Karte, hier ist Leonardos Eisdiele. Da gibt es das beste Eis von ganz Jorvik. Und drinnen ist es wirklich gemütlich. Iris sieht etwas verlegen aus. Und verlegen aus, zeigt auf eine andere Stelle. Siehst du diese Gegend hier? Halte dich von ihr fern. Das ist Pier 13. Und da wimmelt es von fiesen Typen. Oh, na gut. Oh, na gut. Ich muss jetzt wirklich zu meinen Blumen zurück. Viel Spaß bei der Erkundung von Jorvik City. Wir sehen uns später. Ja, danke. Ein neues Gebiet wurde freigeschaltet. Neues Ziel, Hafen von Jorvik. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz zu diesem, zu dieser Bahn. Ich weiß nicht wirklich, wo es da lang geht. Zu dieser Bahn. Mit dieser Bahn irgendwo langfahren. Weiß ich jetzt nicht wirklich, wo es dann hingeht. Aber wir probieren es einfach mal aus, ne? Und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch schon wieder um. Ich mache jetzt sofort noch ein Video und lade das jetzt sofort hoch. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Tschö.